Hallo, 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 weiter geht's mit Castle Crush. Willkommen da, ich bin der Lars, ich grüße euch ganz herzlich bei Part hier auf meinem wunderbaren Kanal. Der Maximilian hat auch ein Deck vorgeschlagen, was wir heute spielen werden. Und zwar ein richtig geiles mit dem Schlammelementar. Seid gespannt, ist ein richtig geiles Deck, hoffentlich zumindest. Ich werde es für euch ausprobieren. Aber vorher werden wir ein paar Kisten öffnen. Wir haben einiges hier am Start, wie man sieht. Erstmal kurz hier spenden, ne, ganz wichtig. Ups. Schau, wo es kurz Kampf an war, war genauso geplant nicht. Jetzt ist es wieder weg. Hä? Okay, komisch. Egal, passt. Ich wollte einfach nur verschenken. Dann klicke ich aus Versehen auf irgendwas drauf. Akzeptieren. Immer auch gern gesehen hier. Akzeptieren. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken, ne? Weißt du Bescheid. Wunderbar. Karten hat vorhin auch mal ganz geil. Ich hatte ein Riesenwachstum letztes Mal genommen. Der ist vom Level. Ja, komm. Ich brauche noch ein paar, dann kann ich upgraden. Riesenwachstum. Richtig geiler Lachs. Fangen wir an mit der Gratiskiste. Nase juckt. Ihr denkt wieder an mich. Man kennt's. So, Krieger plus Inferno hier am Start. Wunderbar. Und dann geht's weiter mit einer Silbergeste. Was haben wir hier Tolles? Ja, Fächertänzerin. Oh, das Fächertänzerin-Deck war auch super, super geil. Muss ich auch mal wieder spielen. Richtig geil. Ganz am Anfang, wo sie rausgekommen ist, war sie so toll und war einfach so geil. Gift plus Ballista am Start. Dann geht's weiter mit der Goldkiste und gleich kommt die dicke, große Stärkung ist am Start. Genau wie das Katapult. Und hier ist sie, Leute. Die richtig große, geile Kiste. Eine magische, eine kostenlose. Legendary. Legendary Alarm. Yay. Legendary für den Lars. Da freut sich sogar der Barsch. Was haben wir hier? Zwerg, Verzauberer. Ich weiß, Lars und Barsch ist nicht das Beste. Feuerelementar und der finstere Engel. Upgrade. Yeah. Könnte ich hochziehen, hätte ich Gold, aber ich würde sagen, wir spielen das Deck. Das ist es nämlich hier, Leute. Da ist es. Ja, der Maximilian hat es geschrieben. Ihr könnt immer Deckvorschläge runterschreiben, dann werde ich euer Deck ausspielen. Da ist es, ne? Ich spiele dein Deck, mein junger Freund. Zweimal haben wir das Mana-Ritual genommen, Extra-Kristall, zweimal den Engel, zweimal Riesenwachstum. Haben wir letztes Mal auch, klar, aber diesmal mit dem Schlamm dazu. Dann haben wir die Dämonen, beziehungsweise die Vampirin hier am Start. Wir haben den Dämon, wir haben einen Mage und den Schaman. Den Mr. Ugaga. Ja, auf eine Runde gern. Läuft bei mir. Let's go, Leute. Rasieren und alles weglümmeln. Ging ins Strich mit Benzin. Amanako. Ich bin gespannt, wie das Deck hier jetzt reinballert. Larsen. Oh, der Larsen. Ich sag erstmal Hallo. Und ich sage viel Erfolg, mein Junge. Ich bin gespannt. Ich habe das Deck noch nicht gespielt. So ein ähnliches, klar, habe ich mit dem Schlamm schon gespielt. Aber ob das was wird, das werden wir sehen, ne? Müssen wir abwarten, ne? Da ist schon mal Mister Schlamm. Ich würde sagen, wir legen noch nicht los. Ich spiele mal schon. Oh. Ich habe mich verklickt. Ich wollte die Madame spielen. Jetzt habe ich den Riesenwachstum einfach mal rausgeballert. Egal. So, er kann gar nichts spielen. Dann kommen wir mal von der Seite, weil wir es können. Na gut, ich sehe jetzt schon, das ist blöd, was er da unten stehen hat. So, machen wir das hier kurz drauf. Das passt. Schafft. Kriegen wir das durch? Den haben wir kaputt gemacht. Sehr gut. Das gefällt dem Lars. Jetzt setzen wir da mal ein Riesenwachstum, weil wir es können. Ein Heal rein, reicht das? Ja, wie geheilt. Wir drücken Wirbel, passt auch. Nächster Schlamm von der Seite. Schlamm Nummer 2. So. Alles gleiche, da hat er Bock auf jeden Fall. Dann machen wir kurz den hier drauf. Dann kommen wir hier auch noch rein. Und den belebt er wieder. Das ist akzeptabel. Hier kommt der Heal. From this side of love. Der nächste. Wie viel Freeze hatten der? Jetzt mal ohne Witz. Wie kann man so viel Freeze haben? Das geht doch gar nicht. Einfach mal des Todes viel Freeze. Egal, unten sind wir dran an seinen kleinen Lümmel. Wir sollen natürlich jetzt aufpassen. Also es könnte natürlich das Problem sein. Okay, das reicht. Den machen wir kaputt. Ich zieh mal eine Karte. Ja, na klar, der Meteor. Nein, jetzt habe ich verloren. Glaube ich ziemlich dicht. Buff ihn mal. Wie Buff ihn, Bann der Dämonen. Nein! Warum kann er so viel Truppen noch spammen? Es war knapp. Es war knapp. Es ist ein geiles Deck. Hundertprozentig. Es kann funktionieren. Was soll das denn? Warum? Mann. Blöd. Muss besser werden hier. Aber
Das Problem hatten wir bei dem anderen Deck auch. Ich habe letztes Mal das Infested Dämon-Deck gespielt, was natürlich nicht, schätze ich, so geil ist wie dies hier. Aber das Problem ist jedes Mal, wenn halt sowas kommt, wie zum Beispiel der Eiselementar, ne? Also der ist ja so oft am Start und der friert einfach alles tot und dann... Natürlich können wir jetzt hier reagieren mit dem Dämon. Wir haben den Mr. Ugaga-Man hier am Start, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Aber sonst, das kann auch eklig sein. Ich sag's euch, dieser Freeze jedes Mal. Oh Gott. Ich mach immer noch größer. Habt ihr eine Schwatterhut? Wenn ja, würde ich sie einsetzen. Weil ich habe da einen sehr großen, dicken Schlamm. Ich glaube, da kannst du Pfeil droppen, wie du willst. Da brauchst du 12. Da brauchst du auf jeden Fall 12. Vielleicht sogar 13. So, Freischmal ist natürlich krass hier. Hat er den gerade echt kopiert? Der hat den kopiert. Er hat einfach meinen Schlamm kopiert, aber trotzdem hat er verloren. Bam! Hast du verdient. So, dafür gibt's das hier. Alter Lachs. Hätte ich deswegen verloren, wäre ich ausgerastet. Komplett eskaliert. Aber ihr seht es, das Deck ist stark. Das Deck ist super, super stark. Maximilian, deine Ohrläppchen würde ich auch gern mal zu Gemüte nehmen, ne? Dran lecken. So, weiter geht's. Das ist die Bitch. Alles klar. Schade, wir können ja Manu-Ritual stacken. Mach ich das so. Das geht ja nicht mehr. So ein Scheiß. Gut, einfach weggemacht. Wir sind alle, wenn der gedroppt wird. Finde ich lustig. Größer machen. Bum, bum, bum. Okay, den kann ich nicht retten, das ist okay. Das hätte vielleicht gereicht mit dem Mage, aber es war mir irgendwie zu unsicher, deswegen habe ich es nicht gemacht. Ja, Bro, tut mir leid, aber bringt nicht so viel, wa? Ich habe da einen ganz großen Uga-Aga-Man. Ja, wenn ich es gut gemacht habe, dann ist doch schön. Freshblatt bekommt den gar nicht down. War der falsche? Ist aber okay. Lass mich gerade einen Wirbelwind. Na klar, der Wirbelwind. Man hat immer einen Wirbelwind. Das darf man nie vergessen. Immer. Hab verloren, schade. Ich meine, die Leute, die den Emote spammen. Egal. Egal, ist in Ordnung. Aber es war klar. Aber warum, wo kam der ganze Damage her plötzlich? Ausbaufähig. Ausbaufähig. Ich hab da wieder ein paar Fehler gemacht. Aber immer diese Spams, das ist ja fast genauso, als würde Will Smith jetzt irgendjemand eine Backpfeife geben. Kann ich gar nicht abhaben. Wir warten. Wir warten mal ab. Ne? Also der Schlamm ist hier am Start. Das ist alles in Ordnung. Damit kann man arbeiten. Wir spielen hier mal Mage rein. Wir haben ja gerade einen offen. Ne? Da kommt der kleine Magey. Ich spiele so selten einen Mage. Das darf man wieder nicht vergessen. Ich spiele fast nie einen. 12er Golem. Ich habe erst Gyros da oben gelesen, aber es ist kein Gyros. Ein Hit noch, schade. Aber auf jeden Fall können wir dagegen arbeiten. Er kommt hart von einer Lane. Ich glaube, es ist sogar krasser, hier mitzukommen. Reicht das? Es reicht nicht. Ich dachte, es würde reichen. Dann kommen wir nochmal hier mit. Oh Gott. Es reicht auch nicht. Ich kann ihn gar nicht so schnell buffen. Oh Gott, es ist zu viel Damage auf einmal. Dagegen kann ich gar nicht an. Schade. Gut gemacht. Da sind wieder so kleine Schwächen. Wenn man es nicht schafft, wirklich einen auf dem Feld zu haben, ein Elementar, dann hat man richtig harte Probleme. Aber ich frage mich, also ich empfinde jedes Mal, dass die Vampirin hier, ne, viel stärker ist.
die Vampirin. Aber irgendwie bei mir nicht. Sie stirbt die ganze Zeit. Weil ich weiß nicht, nur Level 2 ist, aber Level 2 Legendary. Keine Ahnung. Sie stirbt die ganze Zeit mit Heal alles. Es ist zu viel Damage. Ich mag das Deck, aber wenn du keinen Schlamm bekommst mit einem Heal dahinter, hast du Probleme. Hast du richtig Probleme. Ah, spiele ich es falsch? Vielleicht. Vielleicht. Schreibt es rein in die Kommentare. Ich werde mal einen hier wegknallen. Obwohl, hier ist auch super wichtig. Ich mache ihn trotzdem weg. Ich habe zwei. Das wäre den kurz als erstes. Wunderbärchen. YouTube Money Team. Ah, YouTube Money regelt immer. Ich fange mal an mit Mr. Uga Aga on this side of love. Er kopiert sich einfach mal kurz den Heal. Läuft. Ja. Wirklich? Bleibt sie am Leben damit? Jetzt wirklich? Wow, ich bekomme sie nicht tot! Ich bekomme sie nicht tot! Ich bekomme sie nicht tot! Dankeschön, wow! Und jetzt habe ich verloren, weil ich den jetzt in der Mitte nichts mehr machen kann. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist auf jeden Fall YouTube Money Team. Ich habe noch nie gesehen, Doppel-Heal plus Madame. Das sind ganz neue Seiten, die hier gerade. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Dass dann so viel Heal da ist, dass man. Das muss ich spielen. Das kann ich ja auch spielen. Ist das die Kombination, die ich eigentlich in dem Deck spielen muss und ganz halt verkacke? Da habe ich sie. Das ist ja krass. Wusste ich gar nicht. Wusstet ihr das? Schreibt es in die Kommentare, dass das funktioniert. Ich dachte, sie stirbt immer, wenn sie nicht niemanden schlägt. Sie hat es ja überlebt, glaube ich, gerade, ne? Wow. Das ist wirklich gerade Neuland für mich, dass das funktioniert. Das wusste ich nicht. Ich buff sie einfach noch hoch. Scheiße, wird geblitzt. Habt ihr das gesehen? Wie krass war das denn gerade? Aber jetzt hab ich gerade jetzt einen Blitz, ne? Natürlich hat er einen Blitz, als ob er keinen Blitz hat. Er muss einen Blitz haben. Aber trotzdem, Alter, wie krass war das denn gerade? Holy shit. Das war mega krass und hat mir auf jeden Fall gefallen. Jetzt ist die Frage, hätte der eine Heal gereicht, um sie kaputt zu machen, beziehungsweise sie am Leben zu halten? Ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Aber es hätte vielleicht klappen können. So, wir haben einen guten Start. Hier, wieder ein Blitz. Ja, so viele Blitze kannst du auch nicht haben, oder? Da kommt der nächste Schlamm. Also irgendwann ist hier auch mal Schluss. Irgendwann ist hier Schluss mit lustig. So, bitteschön. Bitteschön. Da ist ein ganz, ganz kleiner Schlamm. Ein ganz kleiner. Hier noch Mage hinterher. Also die Elva-Erscheinung ist mir Latte Macchiato, wenn ich ehrlich bin. Diese ganzen Blitze! Geh mir den Zettel auf den Sack! Kannst du jetzt bitte mal sterben, Apollo? Erinnere mich immer an die alte Werbung mit dem Fotograf. Hier mit der Brille. Was soll denn das, Alter? Was geht hier ab? Ich war so hart überlegen, aber er hat einfach so viele Blitze und so viele Antworten die ganze Zeit gehabt. Das ging mir schon dezent auf den Sack. Egal, weiter geht's. Positiv bleiben. Wir haben zumindest, ich glaube, von 4 Games zwei, drei gewonnen. Wir haben eher mehr verloren als gewonnen, aber ist egal. So, aber das mit der Madame, also mit der Vampirin und Doppelheal, finde ich geil. Will ich jetzt ausprobieren. Mit Doppelriesenwachstum drauf. Kann das mega mächtig sein. Mega, mega mächtig. Nicht nur etwas mächtig, mega mächtig. El Diego, grüße dich. Was geht, Bruder? Okay, jetzt wird schnell die Lane.
Interessant. Hat er Bock. Hat er Bock, macht er groß. Mach ich groß, Entschuldigung. Mach ich kaputt. Ist auch sehr schön. Kommt Meteor. Kommt mein Nester hier. Mein Nesterwachstum. Läuft. Da ist so ein kleiner Schlamm. Den habe ich kurz gewone-shottet. Ich hab wieder. Ah, ist das schön. Das ist ein starker Auftritt, ne? Warte, ich muss jetzt ganze Zeit hier von wegen sagen, easy peasy, ich bin eingebildet, ich poste die ganze Zeit Emotes. Nee, aber das ist die Stärke. Trotzdem will ich die Madame noch haben. Doppelriesenwachstum plus Doppelheal dahinter. Das muss mega krank sein. Ihr habt ja gesehen, es funktioniert. Da ist sie schon mal, da ist die Madame. Die Vampirin. Das ist mir alles neu, ne? Neuland für mich. Das wusste ich gar nicht, dass es so geht. Aber es klappt scheinbar. Jetzt brauche ich Riesenwachstum. Habe ich nicht. Schade. Ich spiele es trotzdem. Weiß nicht, ob es am Leben. Kann sie so am Leben bleiben? Reicht ein Heal? Das zweite Heal? Doppelheal? Mage OP, wa? Doppelheal. Nein, sie ist so schnell. Komm, halt sie. Sie jetzt brauchen Doppel-Riesenwachstum. Jetzt, warum haben die alle einen Blitz dabei? Willst du mich verarschen? Keiner spielt mit diesen Decken Blitz. Leute, ohne Witz, was soll das? Wer spielt bei diesen Decken Blitz? Kein Mensch. Kein Mensch spielt einen Blitz, aber er spielt es. Weißt du, ich hätte es schaffen können und dann spielt sie einfach und dann immer ein Blitz dabei. Das ist doch lächerlich, oder? Aber wie stark der Mage ist, ne? Ich spiele nie den Mage. Aber die Mage ist so krank gegen alle. Jetzt haben wir, glaube ich, 50-50 oder jetzt haben wir sogar mehr gewonnen als verloren. Also es geht voran, Leute. Es geht voran. Let's go. Das Deck ist geil. Maxi, Gruß und Kuss auf die Nuss auf jeden Fall, Maximilian. Dankeschön für den Post. Geiles Deck. Aber trotzdem. Trotzdem. So, jetzt gibt mir Doppelriesenwachstum, Vampirin und dann läuft das. Dann läuft der Lachs. Und zwar richtig. Ich will es einmal sehen jetzt hier. Ihr wollt es doch aussehen. Ihr habt auch Bock drauf. Riesenwachstum ist schon mal da. Kommt sie jetzt? Kommt noch nicht. Kommt noch nicht, die Madame. Sie kommt noch nicht. Ein bisschen Probleme in der Mitte. Nur gerade schon viele Probleme in der Mitte. Brauche ich noch einen Mage eigentlich. Ich habe nur einen. Da ist sie immer noch nicht. Kommt der Meteor. Er trifft nicht. Wow. War das so geplant? Egal, er hat zumindest Damage auf mich, auf meine Burg gemacht. Ich konnte jetzt verlieren in der Zeit vorher. Da ist sie, Madame. So, jetzt muss ich aufpassen, dass sie groß wird. Nein, der da unten Damage macht. Ich brauche einen Mage. Nein! Verliere ich. Egal, ob ich verliere, ist mir scheißegal. Aber. Ein noch Meteor, von daher. Ja. Ist okay, gutes Spiel auf jeden Fall. Ich habe nichts gezogen. Kein Schlamm, keine Madame. Das ist das Problem, ne? Mit dem Deck. Das ist es wirklich. Wenn du die Karten nicht zielst, um irgendwas groß zu buffen, hast du ein Problem. Ich hatte den Mage für eine Lane, klar. Ganz geil, aber sonst hast du ein Problem. Mr. Joker. Eieieiei. Sehr, sehr saftig. Aber das Deck kann geil sein, ne? Entweder verkackst du, weil du nichts bekommst, dann regst du dich auf. Oder du machst den Gegner so dermaßen einen auf, versaust du den. Aber beziehungsweise gibst du den so einen auf den Arsch, dass er völlig kaputt geklatscht wird. Das sind die beiden Varianten. Das ist schon mal gut. Golem ist gut, damit kann die Madame sich gut heilen. Es gibt noch einen Heal. Ah, kein Heal, ist auch okay. Wir machen den schon mal kurz hier an. Kriegen wir noch einen Heal? Ja, komm, wir starten hiermit. Machen den direkt damit weg, wegen Einfriesen und so. Will ich nicht. So. Kommt ein Gift drauf, finde ich eklig. Ja, jetzt geht sie kaputt, ne? Weil der Heal, ich habe den Heal nicht mehr da. Jetzt geht sie kaputt. Ja, scheiße. Jetzt geht sie einfach kaputt. Ja, ist doch blöd. Egal. Komm mal so.
Der hat einen Wirbelwind, der wir zurück wirbeln können. Oder? Kann er nicht? Joker? Natürlich kann er noch freezen, das reicht halt, der eine Freeze, ne? Reicht. Wow. Ich muss ein bisschen verteidigen. Er hat ihn hochgebufft. Macht keinen Damage, ne? Weil er so viel aushält. Ist okay. Oh, einen ziemlich großen Einfreezer. Da kommt die Fall mal alles kaputt. Ah, schade. Ich dachte, ich würde das so schaffen. Schaffe ich aber leider nicht. Ist in Ordnung. Ist okay. Ich habe eigentlich schon gesehen, dass ich gewonnen habe. Aber es war leider nicht der Fall. Nur ein Gift drauf. Wow. Nicht schlecht. Wer hat den hochgebufft, oder was? Hat der den unten hochgebufft? Jetzt hab ich verloren. Jetzt verliere ich. Und warum verliere ich? Ich verliere, weil er wieder einen Freeze hat. Ein Elementar. Dafür habe ich Emotes, du nicht. Bam! Habe ich sie mehr gegeben. Kannst du weinen gehen. So, nochmal. Ja. Ein sehr auf... emotionales Deck auf jeden Fall. Ein Höhenflug. Hoch, runter, hoch, runter. Und die Leute... Die freuen sich immer ab. Wirklich, die freuen sich krass. Und die sind wirklich salty alle und sehr salzig, wenn sie gewinnen. Das habe ich auch schon gesehen bei dem Deck auf jeden Fall. Nee. Bitte kein Schild, bitte kein Schild, bitte. Ja. Ich habe gesagt, bitte kein Schild. Was kommt ein Schild? Da kommt das nächste. Ich hab's immer gesagt, die einzige Möglichkeit, als Neuner gegen einen Elfer zu gewinnen, ist genau wenn... Was? Wow, das war jetzt... Hätte nichts gebracht, ich hätte trotzdem verloren, aber er switcht genau auf die Lane. Das ist die einzige Möglichkeit, wie du als Neuner gegen einen Elfer gewinnen kannst. Mit einem Sensenmann, den man nicht down bekommt, weil er in dem Moment... Das war wieder klar. In dem Moment, wo ich den Dämon spiele, muss das Schild kommen. Natürlich, ihr habt's gesehen, ich hatte den schon drauf. Es dauert immer nur eine Millisekunde oder etwas länger, bis der gedroppt wird. Aber in dem Moment kommt das Schild und hab ich verkackt. Aber dass er dann genau auf die Lane switcht, wo ich meinen Kollegen hindroppe, war natürlich jetzt Luck. Wäre auch scheißegal gewesen, ich hätte trotzdem verloren, aber trotzdem... Puh, das war wieder so das I-Pünktchen, ne? Der letzte Tropfen auf dem heißen Stein, sagen wir es mal so. Heieiei. Das macht dann auch dann ziemlich ärgerlich, finde ich. So, darf ich jetzt die Madama bekommen? Ich will es doch einmal spielen. Ich will es einmal haben. Da ist sie, so. Ich kann sie nicht spielen, sie überlebt das nicht. Ich brauche noch einen Heal. Ich brauche irgendwas, wo sie sich wirklich... Ich kann es nicht spielen. So, ich muss einen Schlamm nehmen. Ich muss einen Schlamm nehmen, anders klappt es nicht. Anders klappt es nicht. Da ist er, wunderbar, das gefällt mir. Den können wir gebrauchen. Pusten wir zurück, ist auch okay. Meteor drauf, ist auch okay. Ja, ich wollte gerade den Phönix rausballern, kann ich so nicht. Beziehungsweise ich wollte gerade den Dämon droppen, das bringt nichts. Ah, komm, wieder einfließen. Ich weiß nicht, ob es für ihn schlechter war oder für mich. Oh, wieder der Affenpirat. Oh, der ultimative Counter von meinem Deck, auch wieder der Affenpirat. Und der Eiselementar ist auch ein mega krasser Counter für mein Deck. Ein Drache. Okay. Was treibt man nicht hier? Da kann er wirklich einen Drachen kopieren. Würde ich ihm zutrauen. Ich verliere. Leo, du verdienst auch den Win. Hast auf jeden Fall, hast du besser gespielt als ich. Hast du bessere Karten gezogen. Zwinker, zwinker. Nee, Leute, ich bin raus. Das war mir gerade alles hier zu salzig. Das Deck ist gut, Maxi, aber es macht dann auch sehr, sehr salzig. Weil dieses Höhenflug, entweder rasierst du komplett weg oder kriegst einen dermaßen auf die Nüsse.
Deswegen, ja. Klar, Affenpirat, mega kacke für mein Deck. Für das Deck hier zumindest. Ja, nicht mein Deck, sondern irgendein Deck. Mega kacke dafür. Plus Eiselementar auch mega kacke. Und wenn man nicht den Schlamm zieht, hast du keine Chance, irgendwas zu machen. Aber ein interessantes, lustiges Deck. Kein Favorit von mir, weil es macht einen einfach zu salzig. Schreibt die Meinung zu dem Deck gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wenn ihr weitere Deckvorschläge habt, auch gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. 4500 Pokale läuft bei mir. Haufen Super Nasser Boys. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Und tschüssi.